Herzlich willkommen zur Roadmap für den Monat Juli 2024 und wir haben eine sehr interessante Roadmap. Wir gehen direkt rein, ohne groß vorzureden und sehen schon hier, wir haben ganz viel neuen Content to be announced, insgesamt 6 neue Dinge, die hier hinzugefügt worden sind und zwar 1, 2, 3, 4, 5, ja, einmal hier in diesem Bereich 4 bis 6 Monate und ein UK-Lock-DLC, das schon mal jetzt hier ja, bereits genannt worden ist, dass das ein Lock-DLC sein wird. Ansonsten halt eben 5 weitere Einträge, von denen wir noch nicht wissen, sind es Strecken, sind es Logs. Auf jeden Fall wird irgendwas Deutsches dabei sein, da bin ich zu 100% sicher. Und was auch sehr interessant ist, es wurde ein Dovetail Direct angekündigt. Wir wissen ja, Dovetail Direct vom letzten Jahr, da wurde TSW 4 angekündigt, vom vorletzten Jahr, da wurde TSW 3 angekündigt. Daher können wir schon denken, TSW 5 wird wohl in den Startlöchern stehen, vermutlich, denke ich mal. Wobei unklar ist, ob TSW 5 bezahlt wird, also bezahlt werden muss, oder ob es das vielleicht einfach ein kostenloses Update war, so wie von, wie war das mit Rush Hour zum Beispiel, wo ja ein kostenloses Core-Update kam. Das ist auch möglich, das ist noch nicht ausgeschlossen. 20. August, 14 Uhr UTC, das wird 15 Uhr unserer Zeit sein. Dafür gibt es im Monat August dann auch keine Roadmap, aber wir sind gespannt, wir halten die Augen offen, wonach das aussehen könnte. Es sieht auf jeden Fall nach etwas Großem aus und die meisten von euch werden sicherlich TSW 5 da schon sofort in Gedanken haben. Wir gehen mal direkt rein. Hier wird noch erklärt, was so zuletzt released wurde. Die 218 von TSG haben wir uns ja schon angeguckt. Die ScotRail Class 380 wird demnächst erscheinen. Und zwar noch in dieser Woche, meine ich. Auch das überspringen wir jetzt einfach mal. Genauso wie für Cathcart Circle gibt es ein riesengroßes Update mit TOD 4 Beleuchtung und allem möglichen drum und dran, neuer Fahrplan und so weiter und so fort. Auch das überspringen wir jetzt einfach mal. Ich verlinke euch die Roadmap, wenn ihr Interesse daran habt, dann könnte ich sie natürlich auch selbst durchlesen. Wir überspringen den ganzen britischen Teil, da das für die meisten hier eh irrelevant ist. Aber was irrelevant ist, ist die Expert BR101 von TSG. Und jetzt haben wir mal einen neuen Screenshot und zwar aus dem Steuerwagen heraus. Können wir uns den mal angucken. Von innen hier vorne auch noch sieht man noch den Steuerwagen von außen und ich denke mal, das wird die 101 sein, die sich hier auch noch hineingeschlichen hat. Also sieht auf jeden Fall toll aus. Viele Details an den Seiten. Und ich freue mich da schon wirklich sehr drauf, die 101 und den vor allen Dingen halt eben den Steuerwagen zu fahren. Dann haben wir hier aus dem Führerstand bzw. aus der Lok den Maschinenraum, der jetzt endlich mit dazugekommen ist. Alle Schalter sind, glaube ich, bedienbar. Das ist zumindest das, was mehr oder weniger schon gesagt worden ist, ne? Dass hier wirklich alles bedienbar ist, was man irgendwie bedienen kann, so wie in Realität. Also da ist auf jeden Fall Chaos vorprogrammiert. Apropos Chaos, was es nämlich geben wird, ist diesen Chaos-Faktor, der hier eingebaut wurde. Das sind, sagen wir mal solche Sachen wie der Fahrmotor fällt aus oder die Bremse ist irgendwie defekt. Zugsammelschiene funktioniert nicht, was auch immer. Also alles Mögliche, was da simuliert wurde. Also ne, auch Sachen, die halt eben realistisch sind, eben jetzt nicht die Lok ist explodiert, das wird jetzt nicht passieren, aber Chaos im Sinne von irgendwelche Störungen, die auch durchaus in der Realität auftreten können und hier kann man tatsächlich dann selbst einstellen, ob man einen 10-fachen Chaosfaktor haben möchte, den einfachen Chaosfaktor, ob man das komplett weglassen möchte. Also da ist man dann komplett frei, ob man dann einfach in Ruhe fahren möchte oder sich tatsächlich dann spontan auf die Situation einstellen kann und möchte und will. Und wir sehen auch hier wirklich alles detailliert ausmodelliert. Das kennen wir normalerweise so wirklich überhaupt gar nicht von irgendwelchen anderen Fahrzeugen, dass das alles so dermaßen ins Detail geht. Also hier auch nochmal ein Screenshot mit dem False Status Enabled. Ne? Also dann kann man irgendwelche Störungen im Grunde genommen aktivieren und dann passiert das zufällig, dass man vielleicht irgendwann während der Fahrt irgendeine Störung auftritt, vielleicht auch nicht. Und dann muss man natürlich gucken, dass man mit der Störung auch irgendwie umgeht. Also so viel dazu. Ein Datum ist noch nicht dafür bekannt, aber es wurde schon gesagt, dass Ende Juli, Anfang August vielleicht durchaus ein Zeitraum sein könnte, wo man besonders gut darauf achten könnte, ob die 101 und der Steuerwagen vielleicht releasen. Dann haben wir hier eine UK-Strecke von Just Trains, nachdem sie Blackpool Branches veröffentlicht haben und die vielleicht schönste UK-Strecke, jetzt hier mal ein neuer Teaser von einer weiteren Strecke. Die ganzen Gleise und die Signale liegen schon tatsächlich da.
Und das Ganze in der BR, also British Rail Era der späten 80er, was sich eben viele gewünscht haben. Und ja, wir sind gespannt. Viel mehr ist jetzt nicht dazu erläutert worden. Long Haul, also es ist auf jeden Fall durchaus eine lange Strecke mit Fernverkehrszügen, die man dort fahren kann. Also ja, auf jeden Fall einiges Interessantes. Hier in The Depot, das sind jetzt diese fünf weiteren oder sechs weiteren Projekte, die neu dazugekommen sind, wo jetzt erstmal nichts dazu klar ist, was das ist. Aber ja, die gibt es jetzt auch. Wer weiß, irgendeine deutsche Strecke wird sich dahinter verbergen. Ihr könnt ja mal ein bisschen raten und spekulieren, welches sein könnte. Tatami Line ist weiterhin im Bau, keine neuen Nachrichten, genauso wie die Strecke von Alan Thompson Sim. Englische Strecke, auch da nicht bisher bekannt, was da genau gemacht wird. 11 Branch Update von Rivet Games ist nach wie vor im Bau. High Iron Simulation werden vor allen Dingen US-amerikanische Projekte machen. Ein Gameplay-Pack für Cajon Pass und eine amerikanische, ja, vermutlich Güterzugstrecke, die im Bau sind, aber mehr dazu auch nicht. Und es gab zuletzt einen Patch für die ganzen US-amerikanischen Strecken und Suspension. Auch da gibt es neue Nachrichten. Wir können uns das mal hier angucken mit der 185. Ich nehme mal den Sound einmal ein bisschen runter, wenn die hier über die Weichen fährt. Na, dann sehen wir das hier. Na, man sieht, da wackelt es ein bisschen im Führerstand. Und zwar diesmal auch sehr angenehm, nicht so hart. Ja, ne, also das sieht auf jeden Fall schön aus und dann können wir uns das auch nochmal von hier angucken. Da kommt die Weiche. Schön. Das sieht schon deutlich weiter fortgeschritten aus als das, was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben dazu. Also, das Feature wird auch auf jeden Fall noch kommen. Folgende Fahrzeuge werden dann das Ganze haben. Ich gehe mal nur die deutschen und österreichischen Fahrzeuge vor. Von der Vorarlbergbahn die 4024, die Güterwagen, Maintalbahn die 624 und die Güterwagen, auch wenn die EANOS nicht mitgeliefert werden mit der Maintalbahn. Kleiner Fehler, glaube ich. Salzburg-Rosenheim die 185, genauso wie die 4024 und die Güterwagen von der Semmeringbahn die 4024. Leider nicht der Taurus. Dafür die Güterwagen und die U708, ich weiß nicht, was das ist. Also die Fahrzeuge werden zunächst erstmal das Suspension-Update haben, genauso wie die 101 Expert. Auch die wird dann das Suspension-Update haben und die Class 218, also die Baureihe 218, genau, wird auch noch verbessert. PC-Editor, auch große Nachricht, für die viele freuen wird. Cooking wird bald möglich sein. Asset Loading Issues sind gefixt oder werden gefixt. Und Improving the Handling of Mods in General. Also auf jeden Fall viele, viele interessante Verbesserungen voraus. Dann wird euch noch so ein bisschen erklärt, mit nach welcher Logik aktuell neue Strecken und Fahrzeuge festgelegt werden. Und dann folgt auch noch der Roadmap-Stream heute Abend. Und das war's dann auch schon. Also sehr viele interessante Dinge zur Roadmap. Ich würde sagen, Augen und Ohren offen halten. Da kommt einiges, was, glaube ich, sehr viele sehr interessieren wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe und schreibt mir gerne mal eure Meinung so in die Kommentare rein. Macht's gut. Ciao, ciao.